Ganz herzlich willkommen hier bei uns im Metropolis Kino zu der Reihe Queer in the 80s. Und heute präsentieren wir den US-amerikanischen Spielfilm Buddies, in dem sich Arthur Present Jr. 1985 als erster Filmschaffender fiktional mit dem Thema AIDS auseinandergesetzt hat. Herzlich willkommen, Björk Korell. Ja, vielen Dank, Maria. Das Metropolis Team, die Organisatorinnen und Organisatoren der Filmtage, baten mich, den Film zu begleiten. Manja hat es schon gesagt, das passt besonders gut, weil der Film, den wir gleich sehen werden, tatsächlich ein Jahr vor der Gründung nach der Gründung der AIDS-Hilfe hier in Hamburg auf den Markt gekommen ist. Wir sehen etwas über das Leben mit HIV und AIDS im Jahr 1985. In den Vereinigten Staaten. Ich glaube, das muss man sich vor Augen führen dabei. Das heißt, vieles gleich, aber manches auch durchaus anders, als wir das hier erlebt haben. Aber auch hier war es so, 1984 Gründung der AIDS-Hilfen. Die Hamburger AIDS-Hilfe war eine der ersten, die in Deutschland gegründet wurde. Dass die Verunsicherung, die Verzweiflung, das Elend, was man im Film auch sehen wird, durchaus vergleichbar gewesen ist, dass zu dem Zeitpunkt, die Jüngeren wissen das wahrscheinlich gar nicht mehr, weitgehend unklar gewesen ist, was mit dieser neuen Infektionskrankheit da so über die Menschheit gekommen ist, von der keiner genau wusste, was das war, und ganz besonders über die schwule Community hereingebrochen ist, weil im Prinzip alles, was zuvor gerade erkämpft gewesen war an Freiheitsrechten, damit unmittelbar in Frage gestellt war und natürlich auch die persönliche Existenz in Frage gestellt war für all diejenigen, die dann erfuhren, nach und nach erfuhren, denn zu Anfang gab es gar keinen Test, die nach und nach erfuhren, dass sie HIV-positiv sind. Aber, und das finde ich das Gute, der Film zeigt dabei auch, was für einen Mut, was für einen Kampfesgeist und auch welche Subversivität die alle Beteiligten, sowohl die Menschen mit HIV und AIDS, aber auch die Aktivistinnen und Aktivisten der AIDS-Hilfe-Bewegung insgesamt in dieser Situation aufgerappelt haben, was sie gestemmt und geleistet haben, was sie aktiv gestaltet haben, genau in dieser großen Krise. Hier bei uns in Hamburg, in der AIDS-Hilfe Hamburg, war eins der ersten ehrenamtlichen Teams, die sich damals gegründet haben, dasjenige, was sich gekümmert hat um die Menschen mit HIV und AIDS, um sie zu unterstützen, um sie zu begleiten. Und begleiten hieß damals tatsächlich für ganz viele, für fast alle eigentlich, auch die Begleitung in den Tod. Sehr viel später hat dann die Begleitergruppe, so haben die sich damals genannt, gegendert wurde noch nicht zu der Zeit, war die Begleitergruppe, die übernahm später den englischen Ausdruck Buddies. Und unter dem Namen gibt es die tatsächlich bis heute. Wir haben bis heute die Buddy-Gruppe, auch wenn sich die Lebenssituation für den größten Teil der Menschen mit HIV und AIDS doch ganz gravierend zum Besseren verändert hat, verglichen mit der Lebenssituation damals, Mitte der 90er, kamen die antiretroviralen Therapien auf und die haben tatsächlich eine ganz deutliche Veränderung zum Guten, zum Positiven herbeigeführt. Und so, damit hängt es auch zusammen, dass der Schwerpunkt der AIDS-Hilfearbeit heute ganz deutlich im Bereich der sexuellen Bildungsarbeit liegt, der Bildungsarbeit mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen, dieses Themenfeld Sexualität, Identität, Gesundheit, und zwar Erwachsene, egal welchen Alters, egal welcher Herkunft, im Zentrum der Arbeit steht. Ich glaube, so kann man das sagen. Aber eine ganz große Rolle spielen dabei eben die Testangebote auf HIV unverändert und auf andere sexuell übertragbare Infektionen. Und das finde ich persönlich eigentlich die allergrößte Enttäuschung. Nach all den vielen Jahren ist es so, dass der Einsatz gegen Diskriminierung immer noch ein Thema ist, das ist tatsächlich eine zentrale Aufgabe in der Arbeit, das Bemühen um Inklusion ist, Inklusion beispielsweise ins Arbeitsleben, die Auseinandersetzung gegen Diskriminierung ein zentraler Punkt in der Arbeit bis heute ist und auch die Unterstützung von Menschen mit HIV oder AIDS ist bis heute eine Aufgabe, denn nicht alle kommen in Genuss der Therapien. Auch bis heute gibt es Menschen, die Unterstützung brauchen. Es gibt auch heute noch Menschen, die an AIDS sterben, auch in Deutschland. Als die Aktivistinnen, die Aktivisten mich gefragt haben, heute Abend den Film zu begleiten, spielte sicherlich eine Rolle, dass ich zur damaligen Zeit selber aktiv war, dass ich die Zeit aktiv miterlebt habe.
Und eine Idee ist auch gewesen, dass wir mit denen, die möchten, im Anschluss an den Film tatsächlich darüber auch nochmal sprechen können. Das ist jetzt unter der aktuellen Corona-Situation alles ein bisschen schwierig. Der Vorschlag ist, wir bleiben dann hier im Saal und schauen mal einfach, weil es um diese Abstandsregelungen und so weiter geht. Ein Hinweis nochmal, Manja hat es gerade schon gesagt, die Edition Salzgeber hat diesen Film restauriert und ich bin sehr gespannt darauf, wie das heute Abend aussehen wird. Wichtig ist auch zu wissen, dass dieser Film tatsächlich der allererste gewesen ist, den Manfred Salzgeber damals nach Deutschland geholt hat, übersetzt hat. Also, dass der im Grunde genommen mit diesem Film im Bemühen Präventionsarbeit zum Thema AIDS, in diesem Bemühen tatsächlich auch die Edition Salzgeber gegründet hat. Also insofern ein vielfaches Jubiläum, was wir heute Abend sehen können. Und jetzt würde ich sagen, erstmal viel Spaß mit dem Film. Und wie gesagt, ich habe vorhin den Ausblick gegeben, was hat sich verändert über die Jahre, wie ist AIDS-Hilfe heute. Will ich euch vielleicht zwei, drei Dinge dazu nochmal sagen. Ich sagte schon, Dringlichkeit der Versorgung von Menschen, die an AIDS erkrankt sind oder die infolge der HIV-Infektion in Not geraten sind, häufig in soziale Not geraten sind, ist deutlich weniger geworden, gibt es aber noch. Tatsächlich, diese Art der Unterstützung ist notwendig. Was ich finde, was sich über die vielen Jahre der AIDS-Hilfe-Bewegung entwickelt hat, oder das, was bleibt, was heute da ist, ist tatsächlich, ich sagte eingangs, glaube ich, wie viele sich subversiv engagiert haben, das ist die deutliche Veränderung in den Systemen, die sich ergeben hat. Also ein bisschen kam das eben, glaube ich, raus, dass jemand seinen Freund begleitet, wenn der sich im Krankenhaus einen runterholt oder dass jemand die Pornofilme ins Krankenhaus bringt. Das sind ja kleine Symbole, aber in dieser Art und Weise ist manches passiert. Also die Tatsache, dass Patientinnen und Patienten in dem Maß für ihre Rechte einstehen, wie das Menschen mit AIDS getan haben, das hat es vorher, glaube ich, so nicht gegeben. Und da ist vieles geblieben davon tatsächlich. Die Frage des, oder der Sachverhalt, dass Personen, dass Patienten, Patientinnen und Patienten mit den Medizinern anfangen zu diskutieren, weil sie oft sehr, sehr gut informiert waren, die Patienten sehr, sehr gut informiert waren, mitunter besser informiert waren als die Ärztinnen, als die Ärzte. Das ist eine Veränderung gewesen und das wirkt bis heute nach. Ich weiß nicht, ob das für immer so sein wird, aber das wirkt auf lange Zeit nach, auf jeden Fall. Und ich finde, da sind Türen aufgestoßen worden in dieser Art und Weise. In der Frage, wie über Sexualität im Allgemeinen, über unterschiedliche Lebensentwürfe gesprochen wird, da hat die Zeit, da hat die AIDS-Bewegung, finde ich, ungeheuer viel verändert. Oder bleibende Spuren auch hinterlassen. Also wenn ich auch eben sagte, die politische Schwulenbewegung ist unser Glück gewesen, dass sie die Kämpfe zuvor schon geführt hatte, das hat sich fortgesetzt, wie ich finde. Also die Tatsache, dass öffentlich über Homosexualität gesprochen wird, dass schwule Lebensentwürfe normaler, sicherlich nicht komplett normal, aber normaler geworden sind über all die Jahre, dass irgendwann in den Fernsehnachrichten das Wort schwul in den Mund genommen wurde und eigentlich heute eine Selbstverständlichkeit ist. All das sind solche Veränderungen, die darüber entstanden sind und wo ich finde, diese Krise, das ganze Elend rund um HIV, rund um AIDS, hat an der Stelle, finde ich, Möglichkeiten eröffnet und Chancen eröffnet, die tatsächlich dauerhaft was verändert haben und die geblieben sind. Vielleicht auch da muss man sagen, nicht für immer geblieben sind. Erzähle ich nichts Neues, glaube ich. Das verfolgt ihr alle, dass es natürlich auch da immer wieder den Versuch der Gegenbewegung gibt, dass es auch da immer wieder Personen gibt, die, ach was weiß ich, die Frage sollen, Schwule heiraten können, ist es richtig, wenn lesbische Frauen miteinander Kinder haben, all diese Fragen, die natürlich auch von reaktionärer Seite wieder neu in Frage gestellt wird, aber ich finde, der Mainstream ist ein anderer, also die öffentliche Meinung, finde ich, ist deutlich offener, deutlich liberaler geworden. Und es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass es tatsächlich auch so bleibt. Also dass tatsächlich diese Seite diejenige ist, die obsiegt. Und das fängt an, ich sagte eingangs schon, die Frage von sexueller Bildung von Kindern und Jugendlichen, oder von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, muss man, glaube ich, sagen, ist
eine wesentliche Aufgabe von AIDS-Hilfe auch heutzutage. Und genau damit beginnt es. Also die Selbstverständlichkeit von Lebensentwürfen, die Selbstverständlichkeit vielfältiger Lebensweisen, aber auch die Selbstverständlichkeit, über mich, über meinen Körper und über meine Sexualität Bescheid zu wissen und auch darüber sprechen zu können, ist ein großes Gut. Und dass das möglich ist, dass im Laufe der Jahre in der Pädagogik untergebracht zu haben. Auch da muss ich sagen, da ist viel passiert und auch das liegt an uns, dafür zu sorgen, dass es genau dabei bleibt, wenn es auch da wieder Politikerinnen und Politiker gibt, die genau dem dann versuchen, einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, das ist frühkindliche Sexualisierung, was weiß ich alles für ein Zeug. Also es gibt Gegenströmungen, aber wir sind die Mehrheit und es gilt, wie ich finde, das offen auszusprechen in Diskussionen, nicht nur in großen und öffentlichen, sondern auch in privaten, genau dafür Position zu beziehen, dass all diese Freiheitsrechte, die so darüber entstanden sind, über die Krise auch entstanden sind, dass die tatsächlich erhalten bleiben und fortentwickelt werden. Ja. Das Wort zum Sonntag. Wenn es von eurer Seite keine Beiträge gibt, das Mikrofon wäre auch oben zur Verfügung, habe ich eben schon gehört. Aber wenn keiner danach ruft, wie gesagt, ich kann es nicht so ganz gut sehen, oben sehe ich nur so ein paar Köpfe in der Dunkelheit, aber ich denke, ihr hättet euch artikuliert. Wenn dem nicht so ist, würde ich sagen, schön, dass ihr da gewesen seid. Habt einen schönen Abend und bald mal wieder. Ciao. Danke.